wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Ich habe es geschafft, der Part lädt hoch. In 20 Minuten ist er oben. Bis dahin ist der Unterricht noch nicht angefangen. Kriegen wir hin. Ich kann auch noch eine Aufnahme machen. Sehr schön. Wir haben noch ein paar Titanen-Missionen. Allerdings hat sich letztes Mal dann hier noch auch eine neue Mission aufgetan, die ich auch mit Ryu spielen muss, scheinbar. Ne, mit Urbosa spielen wir die. Okay. Ist auch in Ordnung. Sollte passen. Legen wir los. Keine Crocs, einfach alles vermetzeln, zermetzeln. Auf geht's. Dann spielen wir das erstmal. Es können kleine Wandsprünge nach oben ausgeführt werden. Ich lese gar nicht weiter. Abgesehen davon kennen wir es ja schon. In welchem Skript wird das nicht bei Word unterringelt? Es muss doch auffallen. Ausführt, das Wort gibt's nicht mal. Natürlich. Also ich meine, wie auch immer der Text und so weiter am Ende importiert wird, keine Ahnung. In irgendeinem Programm muss doch eine Rechtschreibprüfung sein. Und dann muss doch die Rechtschreibprüfung sagen, ey, das Wort gibt's gar nicht. Da ist was falsch. Das muss doch auffallen. Wenn's ein Schreibfehler ist, der ein Wort entstehen lässt, was es gibt, dann wird's halt nicht unterringelt. Na, dann muss es einem selber auffallen. Aber das muss doch angezeigt werden. I don't know. Wie kommt sowas zustande? So, was sollen wir überhaupt tun? Unterstütze die Goronen-Hauptmänner. Ja, okay. Dann laden wir erstmal unser A auf, dass wir hier schneller durchkommen durch den ganzen Schmu. So, hier, zack. Hier, zack. Wait, wo laufe ich überhaupt hin? Da muss ich gar nicht hin. Da oben muss ich hin. Huch, ja, Moment, ich komm dann mal, ne? Okay, auf geht's. Goronen, Hauptmänner, wo seid ihr da? Oha. Das wollte ich nicht ganz so, aber ist egal, hat funktioniert. Aua. Ach, ich wollte ausweichen, Manno. So, der steht schon jetzt still. Gib mal Ruhe. Gib Aru. Der Goronenhauptmann wurde gerettet. Dann ab zum nächsten. Auch nur ein Moblin. Dafür verschwende ich mein A nicht. Da kommt bestimmt noch ein größerer Gegner. Dafür verschwende ich mein A echt nicht. Ah, das sind zwei. Na komm, dann machen wir es einmal so. Und tschüss. Ein trauriger Anblick.
Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. Das ist mal eine Ansage. So, aber da kommt noch was. Ja, sag ich ja. Die Mission ist noch nicht zu Ende. What now? Wohin jetzt? Hier hoch? Nee, hier oben wird nichts sein. Was jetzt? Gib dich zu Yunobo. Ja, wo ist er denn? Ach, doch, ich kann hier oben rum. Okay. Dann gehen wir hier oben rum. Laden wir nochmal unser A auf. Nutzen wir die Gelegenheit. So. Natürlich. Ein Feuer-Hinox noch, alles klar. Auch den verprügeln wir mal eben fix. Wusch! Oh, das hat nicht gereicht. Schade. Ich habe halt leider ich bin mal so frei. Ich habe halt leider bei ihr keine so Möglichkeit, ihm ins Auge zu schießen. Das ist halt bei Link ein großer Vorteil. Habe ich lieber mal einen Apfel genommen. So. Das war diese spannende Mission. Verrostetes Schwert. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass aus verrosteten Waffen alles Mögliche werden kann, kann man mal gucken, was aus dem werden würde. Ob das irgendwas Starkes ist. Wobei Schwerter ja sowieso nur Link führen kann, also theoretisch dürfte es am Ende nichts Brauchbares sein. Aber was soll's. So, das war die Mission. Hier eine Titanenmission. Steuere Mamedo, auf geht's. Da brauche ich auch gar nicht vorher gucken, ob ich auch was leveln kann, weil die Titanen kann man nicht leveln. Die sind so schon OP. Die Frage ist, was die Mission sein wird. Wahrscheinlich am Ende wieder gegen den Windtyp kämpfen. Den Windfluch. Irgendwie sowas. Wieder Wind, ja, das sagt's ja jetzt schon. Besiege die Wächter, okay. Na also! Ah, wie muss ich denn, wie konnte ich denn da nochmal, ah ja, so. Oh. Sehr schön.
Gut. Aua. Sicher. Ich muss komplett rumdrehen. Ich bin völlig falsch hier. Nein, wieso treffe ich nicht? Ah, jetzt. Freunde, ist doch gut. So, drei noch. Ah, die sind alle jetzt unter mir wieder, ne? Ne, wo sind die denn? Ah, ich muss rumdrehen. Da drüben sind die. Eins. Zwei. Ah, hier. Rum, 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 rum. Ach, ist der in der Luft? War die falsche Taste, stabil. Ah, der ist in der Luft, um den es geht. Ja, hier, Wechsel, Wechsel. So. Weitere Wächter, ach, natürlich. Warum auch nicht? Ach, komm. Lol. Wie man sie... LOL, einfach weggefickt aus der Luft. Wow, ich dachte eigentlich, es kommt noch der A-Typ. Der A-Typ. Der Windtyp, aber die A-Attacke hat gereicht. Sehr schön. Das wäre eine kurze Mission. Wie viel Geld gibt die? Das wäre eine schöne Mission, um Geld zu farmen, wenn die viel Geld geben sollte. 700. Ja, 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 ja. Ist eine fixe Mission auf jeden Fall. Ist eine fixe Mission. Wenn man Geld farmen sollte, könnte man die hernehmen. Dann gibt es doch auch noch so Obst oder so. Obst, sage ich schon. Gibt es doch noch so Rezepte, die die Rubine vervielfachen, die man bekommt, ne? Wenn wir mal ganz kurz gucken. Kann ich hier... Ah, ich kann hier keine Rezepte. Okay, ich kann hier keine... Ich kann bei Titan-Missionen keine Rezepte. Interessant. Okay, ich dachte, ich kann jetzt so Rubin-Dingens und so, aber das ist dann vielleicht Rubine, die man während der Mission bekommt. Okay, na dann habe ich nichts gesagt. So, wo ist die nächste Mission? Da. Ne, die haben wir schon. Bin dumm. Ah, da. Muss ja gelb sein. Haha, halt erstmal kaufen. Gut, dass wir den Sensor haben, sonst hätte ich jetzt wieder den Honig vergessen. Haben wir jetzt genug Honig? Yes. Bin ich stärker geworden? Ja. So, das war das. Mehr gibt's aktuell nicht zum Leveln, ne? Was haben wir hier eigentlich? Schütze die Quelle des Mutes. Schon wieder. Zeig mir, welche Kraft in dir steckt. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Ja, dann auf geht's. Na, die Rezepte, die ich meinte... ach Gott. Wie kann man das denn... Kann man das sortieren oder so? Oder muss man das... Yo, wie viele Rezepte haben wir mittlerweile? Hier, 100% mehr Rubine, maximale Herzen minus 20, ne? Sowas zum Beispiel. Aber das bezieht sich vielleicht nicht auf die Belohnung am Ende, sondern auf die Rubine, die man während der Mission sammelt. Ja, okay. Hier auch plus 30% Rubine, solche Geschichten, ne? Das ist ganz coole, eine coole Sache. Aber ich glaube, ich werde kaum Rezepte einsetzen. Also aktuell zumindest sehe ich noch nicht die Notwendigkeit. Irgendwann schimpfe ich wieder, dass Missionen zu schwer werden und es setzt einfach keine Rezepte ein. Das habe ich aber, glaube ich, auch viel zu selten gemacht, dass ich so richtig...
viel Essen in Breath of the Wild zu mir genommen habe, ne? So Kampfessen und sowas. Also halt Angriffsplus Essen und Verteidigungsplus Essen und lauter so Zeug. Ich glaube, das hätte man, wenn man dann so, ne, so Videos guckt, wie Leute Leunen besiegen, dann denkt man so, ich habe nicht wirklich strategisch gespielt. Breath of the Wild war tatsächlich mehr als was wir daraus gemacht haben. Auch wie Leute Wächter, die Flugwächter bekämpfen. Das ist richtig krass. So, ich hatte vor denen mega Schiss und Hauptsache, ich habe die dann mit den antiken Pfeilen erledigt. So. Andere schießen die einfach vom Himmel. Man kann die nämlich Stück für Stück auseinandernehmen. Und dann geht das ganz gut sogar. Besiege die Truppen. Ja, genau, die meine ich. Ne, hier sind die natürlich einfach. Haben wir schon geklärt. Hier sind die kein Problem. Aber in Breath of the Wild war das halt brutal. Dieses Ding. Diese Dinger waren brutal in Breath of the Wild. Aber richtig brutal. So. Abflug. Das war Nummer 1. Hä? Wieso ist jetzt hier immer noch... Oh, muss ich den auch noch erledigen? Okay. So, Abflug. Jetzt aber. Hä, es blinkt immer noch. Ach, ich bin da oben. Da unten ist Zelda. Ups. Da unten ist Zelda. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob man hier irgendwelche Crocs suchen muss. Naja, wird schon nichts sein. Zweimal Silber der Moblin, einmal A. Und die Sache hat sich erledigt. Easy. So. Ich komme, Zelda. Moin. Ein Monster ist bis zum nördlichen. Ja, das ist okay. Kriegen wir hin. Wir sind ja gleich da. Zelda ist auch schon unterwegs, wie man sieht auf der Karte. Oder ist es Zelda? Ja, Zelda ist unterwegs. Hier, Abflug. So, weg, 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 weg. Ja, genau deswegen. So, das war die Nummer. Laden wir mal schnell unser A wieder auf dem Weg dorthin. Dass wir den Hinox recht schnell erledigen dann. Das wäre zumindest wünschenswert. Achso, das sind schon unsere Soldaten. Ja, da kommen noch ein paar Gegner. Sehr gut. Bevor der große Hinox kommt, kommen noch ein paar Gegner. Schön A aufladen. Perfekt. So gefällt mir das. Au. Hier. Ins Gesicht. Ja, wow. Nein, nicht den. Nicht den. Den anderen. Alter. Och, mach mal den... Visier halt den Hinox an. Wie wär's? Alter, jetzt visiert sie wieder den Moblin an. Danke, geht doch. Was interessiert mich denn der Moblin, ey? So, hier Abflug. Tschüssikowski. Alles irrelevanter Quatsch hier. Tschüss.
Easy. Alles easy Missionen hier. Alles easy mit Link. So, prima. Materialien im Gras plus 5%. Ah ja. Ach ja, ich wollte ja. Ich wollte ja die verrostete Waffe mir anschauen. Was das ist. Schon wieder verdrängt. Doch, das war die einzige Mission in der Runde. Im Moment gibt es zwar nichts zu kaufen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wir brauchen Millionen von diesem blöden Honig und dass es die halt nur hier 3 Stück immer gibt. Ich kaufe jetzt im Voraus Honig. Ich versuche jetzt jedes Mal daran zu denken, Honig zu kaufen. Ich werde aber nicht jedes Mal daran denken. So, entrosten. Genau, sie hat eine Waffe. So, was wird aus dem Ding? Weiß man immer noch nicht. Automatisch. Ach, das erfährt man vorher gar nicht. Stabil. Aha, es ist ein Mondsäbel draus geworden. Jetzt mal gucken. Ist dieser Mondsäbel vom Status her? Ach nee, ich habe ja einen Schatzsäbel hauptsächlich. Wait, what? Ach, guck mal. Hier haben wir wieder jetzt diese. Hier haben wir jetzt wieder diese Situation. Wir haben hier einen. Ich kämpfe aktuell mit einem Schatzsäbel, der hat einen niedrigeren Anfangsangriffswert als dieser Schatzsäbel hier. Das heißt, es ist doch jetzt schlauer zu sagen, ich wähle ab jetzt diesen Schatzsäbel aus und kombiniere ihn mit dem, den ich schon habe. Dann steigt er direkt auf hier, Stufe 9. Und ist direkt stärker als alles, was ich vorher hatte. Also da muss ich enorm drauf achten, wenn ich eine Waffe bekomme, die ich zwar schon nutze, von der Art her, aber die Stärke ist als Angriff, als Startwert. Dann muss ich wechseln. Na, ich verliere dadurch kein Level. Sondern im Gegenteil. Guck mal, jetzt haben wir hier erhöhter Verkaufswert. Das sperre ich jetzt, damit ich das nicht einsetze zum... Ne, weil das will ich dann verkaufen. So. Ja, komm, leveln wir den Rest auch schnell durch, wenn wir hier gerade eh schon mal dabei sind. Haben wir gerade irgendwas Spannendes zum Leveln? Nein, dann kann ich einfach durchleveln. Zack, 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 zack. Zack. Gut. Und nochmal. Zack, 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 zack. Zack. Und nochmal. Zack, 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 zack. So. Prima. Da haben wir jetzt einen deutlich stärkeren Dingsäbel. Sollte ich jemals mit ihr aktiv kämpfen. So, jetzt verkaufen wir kurz die Waffe. Alter. Ab dafür. So. Prima. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz bei Mifa gucken. Ich glaube, Mifa hat nämlich auch eine stärkere Standardwaffe. Also hier, genau. Guck mal, wir kämpfen aktuell mit der Lichtschuppenlanze. Ich habe aber hier noch ganz viele Lichtschuppenlanzen bekommen. Und hier ist eine, die hat einen Startwert von 50. So, wenn ich jetzt die auswähle, also im Moment habe ich hier Stufe 17, Angriffswert 59. Wenn ich jetzt die auswähle und kombiniere die mit der, die ich schon habe, dann habe ich Stufe 16 und einen Angriffswert von 85. Versteht ihr? Das ist deutlich stärker.
Dann haben wir hier noch den starken Levelboost mit drin. Und dann ist Mifa auch deutlich stärker geworden. Also ihre Waffe. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Na, und jetzt haben wir nämlich wieder eine viel, viel stärkere Angriffswaffe. Also, weil wir den Startwert beachtet haben. So, komm, jetzt leveln wir den Rest auch noch weg. Ich gucke nur ganz kurz, ob eine wichtige dabei war. Aber ich glaube, wenn eine wichtige dabei gewesen wäre... Was? Ach so. Ja, wenn eine wichtige dabei gewesen wäre, hätte ich sie schon gesperrt und entsprechend markiert. Mittlerweile mache ich das ja. Also einfach weg damit. Einfach wegkombinieren. Achso, ich habe jetzt aber nicht geguckt, ob da ein Verkaufswert dabei war. Na, da muss ich drauf achten. Okay. Haben wir hier irgendwo erhöhter Verkaufswert? Nö, okay. Gut. Wie sieht's bei Zelda aus? Ja, den Lichtbogen, der Lichtbogen, den wird es nur einmal geben. Also den werde ich nicht, irgendeinen anderen verschiedenen mal... Ah, guck mal, hier erhöhter Verkaufswert, den sperren wir mal. Ah, hier auch erhöhter Verkaufswert, den sperren wir auch mal. Ah, ich kann ja, wartet mal, ich kann das anders machen. Ich kann, wenn ich auf Verkaufen gehe, dann sehe ich ja, welche erhöhter Verkaufswert haben. Weil die haben ja einen Stern, die Waffen. Und dann verkaufen wir sie halt auch einfach sofort. Ne? Dann brauche ich sie gar nicht großartig sperren, sondern wir verkaufen... Ja. Wir verkaufen das Zeug einfach sofort. Zack. Zack. Noch was? Kann ja gar nicht sein. Die Seite ist ja voll. So. Da ist nichts mit erhöhter Verkaufswert. Da haben wir eine Waffe. Weg damit. Da haben wir eine Waffe. Er hier auch, aber er hat den Adlerbogen. Den gibt's hier. Oh, den gibt's hier. Guck mal, hier auch wieder. Der ist jetzt Stufe 1 und Angriffswert 40. Ich wette, wenn ich diesen Stufe 1 und Angriffswert 40 mit dem Stufe 12 und Angriffswert 49 kombiniere, kriege ich was viel Stärkeres raus. Da muss ich mehr drauf achten. Da muss ich mehr drauf achten. Da muss ich deutlich mehr drauf achten. Oh, 809 für einen Bogen. Nice. Da muss ich wirklich mehr drauf achten. So, du hast auch was zum Verkaufen. Sehr schön. Du hast nichts zum Verkaufen. Du hast auch was zum Verkaufen. Du hast nichts zum Verkaufen. Du hast was zum Verkaufen. 790. Holy moly. Halt, den wollte ich nicht verkaufen. Du hast nichts. Du hast was zum Verkaufen. Na, 138 ist jetzt nicht so... 83 ist jetzt nicht so crazy, aber why not? Okay, aber ich lerne Stück für Stück hier mehr, wie man hier am besten mit Kombinieren und so weiter arbeitet. Dann gehen wir das jetzt nochmal durch. Ich meine, bei Link ist klar, bei Link bleibt das Masterschwert, so da ändert sich nichts. Ich werde auch kein zweites Masterschwert bekommen. Das ist völlig klar. Grundsätzlich hätte ich ganz gern mal so einen Stab auf Level, aber das kriege ich halt nicht, ist egal. Gehen wir mal hier rein. So, sie hat jetzt das Hellseher Kodachi. Und das sind ganz viele Hellseher Kodachi. Dieses hier ist Stufe 1 und hat Angriffswert 50. Das hier ist Stufe 14 und Angriffswert 65. Jetzt rüste ich das mal aus, kombiniere es mit dem. Dann sind wir bei Stufe 13 und Angriffswert 74. Das ist viel stärker. Also ist es, weil es halt am Anfang stärker war, ne? Ja, dann ab dafür. Dann kombinieren wir gleich alles andere noch mit rein. Bessere Waffen. Das heißt, man findet bessere Waffen wahrscheinlich, ne?
Aber das würde dann nur bei ihr passieren, wenn sie kämpft, also relativ selten eher. Dann würde ich eher was anderes hier reinnehmen. Spezialangriffsleisten, Regeneration plus 9%. Das zum Beispiel klingt vernünftig. Und jetzt kann ich das auch mit reinnehmen. Ich meine, sollte ich mal versehentlich ein falsches Siegel setzen, ich weiß ja, wie ich Siegel entfernen kann. Also das geht ja auch mittlerweile. Ne? Das ist dann, wenn man sich versehentlich vertut, dann kann man immer noch Siegel entfernen. Auch eine praktische Geschichte. Okay. Ja, coole Geschichte. Also wirklich. Da brauche ich ja nicht durchgehen. Ich bin ja gerade durchgegangen. Das ist alles... Und ich muss halt in Zukunft gucken, sobald ich eine neue Waffe bekomme, dass ich das entsprechend sperre. Einmal beim Verkaufswert sperre ich es, dass ich es dann sehe. Und einmal beim... Wenn es zum Kombinieren EP gibt. Weil die darf ich nicht verkaufen. Also die mit Verkaufswert darf ich nicht kombinieren. Die mit dem EP-Wert darf ich nicht verkaufen. Eieieiei. So, Zelda. Da kann ich jetzt eigentlich sämtliche... Die Dinger kann ich eigentlich komplett hier reinknallen. Die kann ich komplett reinknallen. Ich brauche die nicht mehr, die antiken Erweiterungsteile und Verstärkungsadapter und hast du nicht gesehen. Kann alles weg. Bringt halt jetzt nicht mehr so krass viel. Na, sieht man selber. Bringt jetzt nicht mehr so krass viel. Aber dass wir Platz gemacht haben. So. Das haben wir gerade schon geklärt mit der Lichtschuppenlanze. Den Rest lassen wir erstmal drin. So, auch er hier jetzt. Guck mal. Stufe 1,44 und Stufe 12,49. Ausrüsten. Umwechseln. Crazy. Beutequote für Heil-Items plus 32%. Effekt von Heil-Angriffsreichweite, Angriffsreichweite. Schaden durch Starkangriffe, das nehmen wir mit. Hui. Das macht halt viel mehr Base-Damage. Das muss man erstmal begreifen, wie das funktioniert. So, Adlerbogen. Der ist Stufe 1,40. Das ist aktuell der stärkste Adlerbogen. Also ausrüsten. Umwechseln. Angriffsgeschwindigkeit plus 4%. Das klingt eigentlich ganz cool. Nehmen wir mit. Hui. Nice. So, dann ist hier genug Platz wieder. Ah, Maronus will ich eigentlich nicht großartig leveln und da will ich jetzt auch nichts wechseln. Und der hat auch noch genug Platz. Also Maronus ist halt... Maronus ist halt Maronus. Sidon. Zeremonienlanze kämpft damit. Ist natürlich jetzt noch nicht... Da könnte man nicht noch ein bisschen warten, bis wir eine stärkere finden. Ich meine, wir könnten auch jetzt schon anfangen zu wechseln. Wir können ja immer wieder wechseln. So gesehen, ne? Ja, scheiß drauf. Aber das macht jetzt nicht so viel aus. Na, das reißt jetzt nicht so viel raus. Das reißt jetzt nicht so viel raus. Und so oft werde ich mit dem nicht kämpfen, schätze ich mal. Außer der kommt halt in der Story jetzt noch mega relevant. Durch. Yunobo brauchen wir gar nicht reingehen. Da ist nämlich nichts scheinbar. Theba, Falkenbogen. Ach, guck mal, da ist der stärkste Falkenbogen noch gar nicht ausgerüstet. Jetzt ist er ausgerüstet. Und dann kann ich hier auch einfach hier einmal durchziehen. Aber klar, ne, dadurch, dass sie neu sind, ist jetzt der Effekt hier noch nicht so deutlich. Und wenn wir mal eine stärkere Waffe finden, können wir ja wieder wechseln. Also da muss ich drauf achten. Da muss ich enorm drauf achten, wenn ich gleiche Waffen finde, dass ich dann da anfange durchzuwechseln. Weil das ist ja viel effizienter. Ey, da muss ich echt drauf achten. Das ist ja viel effizienter als, jetzt, wenn ich sozusagen den Armreif der Erleuchtung hernehme und den mit dem Armreif der Wahrheit kombiniere, dann wird der ja nur ein bisschen stärker, aber ich muss ja den hernehmen und mit dem kombinieren. So nämlich.
Eieieiei. Ey, da muss ich böse drauf achten. Okay. Gut. Dann haben wir mal einen Waffenwechsel durchgeführt. Wobei es eigentlich kein Waffenwechsel ist, sondern es ist ja nur ein... Ach, ich nenne es trotzdem so. Ich kann es nennen, wie ich möchte. So, deal with it. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.